Willkommen zurück, liebe Leute, zu Minecraft Sky Factory 2. Oh yeah. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen betäuschen lassen von dem ganzen Namen. Oh, das macht weiter, wenn ich... Jetzt frage ich mich nur... Ich soll ja eine Cobblestone-Maschine bauen. Frage ich mich nur gerade, ne? Weißt du, ich frage... Wie? How do I even bau? Und deswegen werde ich erstmal mir ein bisschen Stein machen zur Sicherheit. Und ich habe ja letztens jetzt eine zweite Plattform hier angefangen. Mir wurde ja Hinweis gegeben, ich sollte eine zweite Plattform machen. Jetzt habe ich den Hinweis bekommen, ich hätte hier unten anfangen müssen. Machen wir halt drei Plattformen, eine oben und eine unten. Wir werden demnächst einfach hier Wasser setzen, überall. Und dann unten ein bisschen rumsurfen. Und wir nehmen nur Holz mit in dem Moment. Ziehen das Holz so 5, 6 Ebenen tief. 6 bis 8 sogar vielleicht. Und werden dann heldenmutig einfach wieder nach oben schwimmen, was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde. Aber wir werden halt auch in den Wasserfall einen Block reinsetzen irgendwie, ne? Und in, also egal. Ihr werdet sehen, was ich meine. Ich wollte es gerade irgendwie beschreiben, aber mein Kopf meinte gerade so, nein. Es ist viel zu früh. Aber mal ein ganz wichtiges anderes Thema. Ihr kennt doch dieses Problem. Hoffentlich. Ihr esst irgendwas mit Tomatensauce, rein theoretisch, sagen wir mal Spaghetti Bolognese. Und dann esst ihr und denkt euch so, nice, ich kann essen, ich habe mich gekleckert. Weißt du, so Tomatenflecken kriegt ihr nicht mehr raus. Ihr kriegt sie nicht mehr raus. Ne? Und da denkt man sich so, geil, ich hab's geschafft, ohne ein Problem, weißt du? Ohne Fehler, ohne Problem, einfach allein, richtig cool. Und dann isst du so den, bist du ungefähr bei 90% deines Essens und nimmst du den letzten, gefühlt letzten Löffel, letzten drei Löffel und kurz vorher dachtest du dir so, yeah, geil, ich hab's geschafft. Und dann plopp, ein Fleck und du denkst dir so, nein. Kennt ihr das Problem? Kennt ihr das? Kennst du das? Kennst du? Oh Gott. Eigentlich könnte ich jetzt schon mal anfangen, das was zu setzen. Das stört ja gar nicht. Ich lege schon mal den ganzen Schlonzel ab. Auch die hier. Oh, die tolle, du bist so wunderbar. Mir wurde übrigens gesagt, ich war, wie man, und so, ne? Wie man. Wie man die Axt relativ gut levelt. Nämlich mit. Also 6 Zombies werden Level up oder so. Klingt sehr interessant. Werden wir eventuell sogar die Folge noch testen, weil es wird ja bei Nacht. Eventuell, vielleicht auch nicht. Guckt drauf an, wie meine Lust und Laune ist. Nice, so viel Wasser. So much water. In a bottle, 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 die bottle. So. Ah, klicker, klicker. Ihr seid so, tut mir so leid, dass ihr das Klicken alles hören müsst, aber... Ihr seid leider so. Also.
Weißt du, das kotzt mich an, dass als keine 8 rausgekommen sind. 8, glaube ich, hätten so gereicht. Weißt du, 8 Stück, ne? 8. Ich brauche Holz. Deswegen nehmen wir jetzt einfach diesen Holzhaufen hier. Aber ich bin ja schlau. Wir sind sparsam mit dem Holz. Wir nehmen eine Fackel mit, das wäre die Schade drum. Jetzt schauen wir mal. Okay? Wie sieht es mit der Zeit aus? Oh Gott. Daran habe ich nicht gedacht. Oh shit. Nein! Hallo? Hallo? Spiel? Oh, okay. War nicht schlimm, alles gut. Wir haben das geschafft, was ich schaffen wollte. Moment, dann muss ich mir was von hier drüben angucken. Wie tief habe ich das geschafft? Sollte reichen, oder? Ich ziehe mir jetzt das Wasser wieder weg. Einfach weg und dann kann man da easy arbeiten. Also an der Stelle. Ich ziehe mir das Wasser an der einen Stelle weg. Damit kann man arbeiten. Leute, damit kann man arbeiten. Did it. Hab nur... Ah, halt, nee, dich will ich nicht. Dich will ich. Und dich. Ah, mei. Hier, oder? Oh, Junge, das ist schön. Ich sollte das ganze Wasser wegnehmen. Problem ist, was mache ich mit dem Wasser? Das scheiß Ernstspiel. Oh, hi Baum. Ah, I see. Ich kann es hier reinpacken. Das ist aber auch eine interessante Konstruktion. Hallo Zombie. Du hast wie gerufen. Nice. What the fuck bist du denn? Ach, der macht die Tür einfach zu. Der, okay. Ja gut, ich habe ja schon ein Level up, das sind jetzt nicht. Naja. Süß, wenn die einfach an der Tür stehen bleiben. Sie denken so, ja, lol, ich bin nett und warte, bis er mich einlädt. Okay. Okay. Das ist nice. Ey, du bist unhöflich. Warte an der Tür. So, wie es. Holy shit. Das ist eine riesige Parade dort. Was war das für ein Glitter gerade? Okay, die Monster-Spawn-Rate ist minimal heftig. Keiner Zombie, Alter. So, lass mich durch. Hey, lass mich durch. Ich muss durch. Bum, bum. Schubst den Typen runter. Was ist das Zeug? Auf alle Fälle nichts, was ich aufheben kann. Oh, ein Zombie hat. Oh, ein Kamen Loopback.
Und hier haben wir noch einen Common Loopback. Ja gut. Ich will wissen, was das da ist. Ist das nur Special Fact Glitter oder was? Da kommen ja immer mehr. Das ist ja mega gut zum Abfarmen. Die kommen. Warum haben Zombies so eine hohe Reichweite? Verstehe ich nicht. Ist es irgendwie so, dass man als Zombie dann eine Wahrnehmung over 5000 hat? Was? Look at plus one Emerald. Oh, die Haltbarkeit plus 50%. Freundchen. Sie haben da einen Stein auf dem Kopf. Aber meine Axt sieht jetzt aus, die hat irgendwie ein Emerald dazu bekommen. Hä? Ach, sie hat ein Level abbekommen, okay. I see. Okay, ist gut jetzt. Was ist kurz das hier? What? Die Lootbags machen wir gleich noch auf. Wisst ihr was? Wir unpacken den Shit gleich noch. Wir machen noch ein Unpacking. So, willkommen zurück, liebe Leute, zu Lootpacks Unpacking. Wir lootpacken. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, deswegen nehmen wir die Sache mal in die Hand. Nehmt immer alles in die Hand. Alles in die Hand nehmen ist immer gut. Und Right-Click. Und ihr geht Redstone Alloy und Safari Net. Single Use. Keine Warnung. Nächster Right-Click. Ihr geht eine Black Lotus. Und Safari Net. Music Desk und Mana Steel Ingot. Music Desk ist super rare. Oh, Safari Net. Muss weg. Inscribber Silicon Press. Damit könnt ihr euch die Titten von Pamela holen. Und Electric Steel. Nice guys. Wir haben irgendwas, keine Ahnung, was wir da bekommen haben. Kann man die stacken? Nee, kann man nicht, okay. So, das waren eben einer jetzt hier so. Deswegen so hinlegen und dann schauen wir mal. Hier irgendwas Besonderes, Ingots und das ist schon mal gut zu wissen. Wir kriegen nochmal Besuch. Das ist natürlich super geil. Oh Gott, eine richtige Armee. Das sind einfach nur schick angezogene Zombies, so kann das sein. Zombiesen. Einfach andere Spielernamen finde ich auch nice irgendwo. Was ist denn das Große dort? Ach, ein Enderman mit einem anderen Typen auf dem Kopf. Okay, nice. Läuft bei dem Typen. Oder bei dem Enderman. Man weiß es nicht. Okay, ihr könnt mir gerne alles in die Kommentare schreiben, was ihr zu den Sachen wisst. Zu denen hier. Was das hier ist, was man da mitmachen kann, also natürlich irgendwas basteln, aber und vor allem, außer die Musik ist, das Black Lotus und das hier. Muss wissen. Ich muss wissen. Aber jetzt lassen wir sie schon alle noch brennen. Nice. Ja, Skelett, dead. Ah, nice. Natürlich hole ich mir noch schnell den Loot von dem ganzen Schmarrn hier, was auch immer das ist.
Glitzerzeug, Alter. Aber hier war gerade eine riesen Party einfach, weißt du? Ich muss das Wasser loswerden, definitiv. Und dann muss ich da irgendwie. Ich brauche Leitern. Dann kann ich mir die Leitern da einfach einmal einzeln hinsetzen. Mit dem Sneaky-Modus. Mit dem Schneeker-Modus. Schnickers. Mit dem Schnickers-Modus. Schnickers mir ein. Okay. Das ging ziemlich weit, die Reichweite, aber okay. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Mal wieder, wenn wir da mit dem Wasser anfangen, die zweite Plattform zu bauen und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Von wegen Cobblestone-Generator, bitte. Ich will erstmal den Cobblestone-Generator probieren. Ich habe nämlich, wie ihr seht, unendlich viele Anläufe. Ich habe unendlich Wasser, ich habe keine Lava, unendlich viel herstellen. Ist halt dann wieder viel Farming, wenn ich es verkacke, aber lasst es mich versuchen, okay? Vielen Dank fürs Zusehen, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat, lasst mir kein Like da, wenn es euch nicht gefallen hat. Und mein Wecker klingelt pünktlich, dass ich jetzt aufstehe. Guten Morgen. Es ist 8 Uhr morgens, deswegen. Aber ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.